Da sind wir nach dem ersten Frühlingswochenende in weiten Teilen Deutschlands zurück an den Bildschirmen. Gestern habe ich ja schon im Research am Sonntag ein paar Worte zum Dau geschrieben. Dau hat auf Wochenbasis einen Evening Star ja im Chart hinterlassen und das hat meistens ähm, tja, das kommt so ein bisschen drauf an, aber in den meisten Fällen gibt es an solchen Sätzen oder an solchen Stellen gut und gerne mal ähm, einen Rücksetzer. Nur die Verortung ist hier, sage ich mal so, an einer Stelle, wo die Sprengkraft nicht ganz so hoch sein sollte. Man muss sehen. <laughs> Chancen und Risiken, je nachdem, in welche Richtung man tradet nah beieinander. Das Ganze natürlich gleich in der Live-Besprechung hier in den Chats an dieser Stelle. Und damit zunächst auch erst einmal ein gutes und schönes Hallo an all diejenigen, die hier live auch zuschauen. Hier, Facebook und Zoom. Da kommen schon die guten Morgengrüße rüber. Klasse. <laughs> Super, das freut mich. Also, der Dau auf der Uhr. Wir gucken da ein bisschen Währung, Wunschmärkte sind auch noch mit offen. Bei den Währungen halte ich es heute mal ein bisschen offen, weil es hängt momentan verdammt viel am US-Dollar. Wir gucken da mal auch so ein bisschen auf Gold, <laughs> was das Ganze angeht. Ähm, Neuseeland-Dollar, US-Dollar habe ich auch gerade auf dem Schirm. Sieht interessant aus von der Verortung her. Tageskerze ganz klar abwärts gerichtet. Da könnte kurzfristig doch ein bisschen was nach unten gehen von der Verortung her. Wir sind da auf einem Level, wo wir schon mal waren und abgeprallt sind. Da stehen wir jetzt wieder. Das schauen wir uns mal hier an entsprechend. Und tja, ich muss sagen: los geht's. Montag, morgen der Risikohinweis bitte in gänze zur kenntnis zu nehmen der handel mit devisen und cfds auf Margin kann zu verlusten führen und danach Direkt der Blick in die Nachrichten. So wahnsinnig viel kommt an den Nachrichten nicht, aber, und jetzt kommt das ganz große Aber: die Notenbanken haben momentan eine sehr, sehr, sehr wichtige Rolle. Das Thema der Inflation geistert weiterhin durch die Märkte. Paul wird diese Woche auch noch was sagen. Heute bekommen wir 15.30 Uhr eine Rede von EZB-Präsidentin Lagarde. Und das ist der Spielball. Es dreht sich momentan extrem viel. Ums Thema Zinsen. Ja? Der ein oder andere wird sagen, Zinsen, was ist das? Ja, aber man sieht äh, gerade in den USA schon die große Gefahr der Inflation. Wir haben das ja gesehen, ich habe das am Freitag auch besprochen, wie die Anleihekurse sich entwickeln. Ab der Fünfjahreslaufzeit, ähm, da steigen die Zinsen und irgendwann fängt es halt an, weh zu tun. Irgendwann wird der Aktienmarkt eher uninteressant. Muss man sehen, wo da die Schmerzgrenze ist. Man spricht so von 1,8 Prozent, wo die Schmerzgrenze ist. Das ist halt ein schwieriges Thema und da muss man dann genau sehen, was entsprechend die Fed macht. Paul hat ja schon gesagt, es geht in der Inflation sicherlich voran, aber, und jetzt das Aber, Paul hat halt einfach auch gesagt, wir bleiben bei den niedrigen Zinsen, auch wenn die Inflation mal ein Stück weit höher wird. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und das ist auch ähm, das Thema, was ich, äh, denke ich, diese Woche Freitag, wenn es die Zeit zulässt, mal ein bisschen näher beleuchten werde. Wie funktioniert denn Inflation? Und wann wird es denn kritisch zum Thema des Geldes, des billigen Geldes, was so in Umlauf ist? Wann tut das entsprechend richtig weh? Da gibt es ein paar Merkmale, woran man merkt, ob das jetzt einen großen Einfluss hat. Oder nicht, ob wir hier eine Rieseninflation erwarten müssen oder nicht. Und da will ich einfach mal ein paar Punkte aus meiner Sicht, aus meinen Erfahrungen heraus auch bringen, die an der Stelle halt wirklich sehr, sehr wichtig sind. Und das schauen wir uns, wie schon gesagt, wenn wir es zeitlich hinbekommen, diese Woche Freitag an. Das rennt nicht weg, das Thema. Die Inflation, die kommt nicht ein Tag und ist am nächsten Tag weg. Wenn die kommt, dann bleibt die auch ein Stück weit. Von der Seite her ist das, denke ich mal, eine interessante Geschichte. Ansonsten rein von den Zahlen her heute bekommen wir um 10 Uhr Daten vom IFO-Institut und zwar hier, wir sehen es, den IFO-Geschäftsklima-Index, den bekommen wir inklusive Lageeinschätzung und Geschäftsausblick erwartung und wir sehen es hier mittlerweile, äh, der IFO wird relativ stabil, leicht steigend, sogar erwartet im Gesamten äh, die Lageeinschätzung ein bisschen kritischer, aber auch hier ein relativ stabiles Niveau und bei den Geschäftserwartungen geht der Konsens davon aus, dass wir einen leichten Anstieg sehen werden. Wir werden es sehen. Wir haben es ja bei den letzten Malen bei ähnlichen Zahlen auch immer gesehen. Die Lageeinschätzung war schlecht. Die Erwartung für die Zukunft war ein bisschen besser. Mal schauen, was wir hier heute bekommen. Sehr gute Zahlen sollten hier allerdings auf alle Fälle deutlich positiv was machen können. Das hier zur heutigen entsprechenden Planung für die Termine. Also wirklich viel gibt es an dieser Stelle nicht. Und damit würde ich sagen, gehen wir mal rein hier in die Charts. Und das ist mal der Wochenchart vom Dow Jones. Ich mache das Bild auch gleich mal noch größer. Und wie schon gesagt, wer einen Wunschmarkt hat, bitte nicht zögerlich sein. Einfach rein in die Chats. Dafür sind sie da. Dafür bin ich hier morgens da. Und ähm, da gebe ich natürlich sehr, sehr gerne die ein oder andere Info aus meinem Blick mit. Wir schauen auf den S und nein, auf den Dow Jones, nicht auf den SP500. Und hier habe ich mal. Den laufenden Aufwärtstrend mit rein skizziert. Ich habe mit Absicht mal hier diese letzte grüne Linie dieses Bewegungsarms mit weggelassen, ähm, weil hier einige Dinge reinfallen. Aber prinzipiell, das ist mal der Aufwärtstrend, den wir hier momentan am Laufen haben. Es ging hier entsprechend nach oben. Oh, jetzt habe ich gleich mal noch eine Linie verschoben. Ähm, also hier an dieser Stelle, das ist mal der Aufwärtstrend, der hier aktuell vorhanden ist. Oben schön rein, dann in die korrektive Phase und dann wieder schön nach oben ran. Und jetzt haben wir halt hier oben ähm, entsprechend diesen Evening Star. Wartet mal, ich mache das mal noch ein bisschen anders hier. Kurzen Augenblick. Löschen raus mit dir. So, das mal weg hier. Auswahl aufheben. Und dann löschen wir mal noch das, was in den kleineren Zeiteinheiten jetzt hier drin ist. Ein bisschen den Blick uns ähm, nimmt vom aktuellen Chart. Also das hier ist mal diese Doji-Kerze hier oben. Ne? Das ist ganz klar. Zu sehen. Ich hoffe, man sieht es. Das ist die Kerze, das war das Hoch, hier unten das Tief und in der Mitte der Kerzenkörper. So, das nennt man einen Evening Star. Was ist ein Evening Star? Ein Evening Star ist eine Kerzenformation, die normalerweise am Ende von Bewegungen auftritt. Und im Endeffekt nichts anderes ist als die Unentschiedenheit der Händler. Man möchte nicht mehr zu teureren Preisen kaufen, äh, man ist aber auch noch nicht gewillt, äh, Gewinne herzugeben. Und irgendwann entscheidet sich der Markt für eine Seite. Und bei diesem, äh, sage ich mal, Kursmuster ist es in der Regel so, der Markt fällt unten ab. So, das ist mal so viel zur Theorie zu einem Ewing-Star. Die Frage ist aber halt nur, wie sieht die Verortung aus? Und das ist halt ein sehr sehr wichtiger Punkt, ein sehr sehr wichtiger Fakt. Wenn wir hier nicht in weiten Bewegungen beispielsweise stehen, ist die Aussagekraft häufig nicht ganz so stark wie, als wenn wir viel viel weiter nach oben gelaufen wären. Also wenn wir schon beispielsweise hier Weit, weit über die Marke von 32.000, zum Beispiel auf 32.500 gestiegen wären. Also, wenn wir sozusagen hier diese Korrektur, die wir hier im kleineren Bereich gehabt hätten, nach oben raus voll mitgenommen hätten, das wäre natürlich eine ganz, ganz andere Verordnung. Da hätte dieses, diese, diese, diese Kerze hier eine ganz ganz andere Aussagekraft. Deswegen hier, ähm, es würde mich nicht wundern, wenn der Markt hier auch ein bisschen seitwärts fährt oder auch direkt oben drüber läuft. Aus diesem Grund sind zwei Marken halt wichtig. Das wäre einmal das Allzeithoch. Grob über den Daumen bei 31.700 Zählern und das Tief der Kerze, und das haben wir liegen so ungefähr bei 31.280 äh, 31, Zählern. Das ist mal der Schwankungsbereich hier oben. Wenn wir uns jetzt mal noch anschauen, ähm, was der Markt uns hier noch hergibt, mal die letzte Bewegung, also die letzte Korrektur unten raus. Ich habe das mal einfach aufskizziert. Das nutzt man ja gerne äh, in Situationen, wenn man oben in die Charts weit, weit reinläuft. Und keine, äh, sage ich mal, alte historische Seite hat hier drüben die linke Seite, ähm, dann weiß man sich oft äh, mit, diesen, äh, mit, diesen, mit diesen Duplizierungen, also dass man äh, unten die Korrektur ausmisst und die oben drauf dupliziert, also Spiegel draufsetzt. Das habe ich hier mal gemacht, das Zwischenhoch, was wir hier gehabt haben, nach unten hin zu 26.000 in etwa unten runtergenommen und das mal oben drauf gepackt. Und da ist jetzt klassisch das Potenzial aus dieser Bewegung oben raus. Natürlich erstmal hier oben zu sehen bei 32.300 Punkten. Das ist mal das, was jetzt hier der Bewegungsarm schön nach oben an dieser Stelle auch mitzieht. Und dieses Verhältnis ist jetzt da. Da ist Potenzial nach oben da. Aber das ist halt nur die halbe Wahrheit, die richtige ganze Wahrheit ist. Die Korrektur kann hier auch kommen und das ist jetzt hochinteressant, denn gerade für die kurzfristigen Händler macht es Sinn, sich das mal genauer anzuschauen, was ich hier eingezeichnet habe, also das Grüne. Und keine Sorge, das schauen wir uns gleich in den kleineren Zeiteinheiten auch mit an. Also der Blick auf den Tag, ganz klar, der macht hier momentan relativ ja mehr oder weniger auch eine Korrektur. Hier sieht man auch schön den Trendverlauf, aber das, auf was ich hier persönlich gehen möchte, ist quasi etwas anderes. Und zwar schalten wir hier mal rum in den 4-Stunden-Chart und dann schauen wir uns mal dieses ganze Konstrukt hier etwas näher an. Wichtig an dieser Stelle noch zu sagen ist, im größeren Bilder, also sollten wir tatsächlich eine tiefergehende Korrektur bekommen, mit Blick auf das ganz große Bild, was ich gerade auf der Woche bzw. gerne auch hier im Tageschart auch gezeigt habe. Der letzte Schub im großen Bild nach unten, der könnte sogar bis unter die Marke von 30.000 Punkten korrigieren, ohne den großen Aufwärtstrend kaputt zu machen. Da sieht man mal das Potenzial auf der Unterseite. Aber was wir hier halt auch gesehen haben, oben die Marke von 31.200 Punkten, die hat bis dato zumindest in den Tests immer wieder gehalten. Das heißt, der Markt verharrt halt auch auf relativ hohem Niveau über diesem Level. Und das ist dann eher schon ein bullisches Zeichen, dass es nicht nur mal kurz drüber und dann ordentlich drunter ging, ne? so wie wir das hier gehabt haben, kurz drüber und dann erstmal ordentlich drunter, sondern hier war das schon ein bisschen anders. Und ich denke, da wird viel drauf ankommen, was quasi Paul in seiner nächsten Rede auch sagt, wie sich die äh, FED entsprechend positionieren wird. Und das Thema der korrektiven Abwärtsphase, das müssen wir uns jetzt einfach auch mal ein bisschen anschauen. Wartet mal, ich ziehe jetzt mal ganz kurz hier ein paar Sachen runter, die da, wo sie waren, gerade überhaupt nicht hingehören. Sondern hier, das brauchen wir ja schön für den entsprechenden Trendverlauf hier oben an dieser Stelle ran. Also, das ist jetzt mal der interessante Blick hier oben rein, ähm, den wir hier haben. Und da sehen wir jetzt halt, wenn wir das ein bisschen enger zusammen skalieren, ähm, was hier entsprechend in den Märkten möglich ist. Gerade mal äh, in, in puncto auch korrektiver Phase. Denn wir sehen es, wir haben hier einen Abwärtstrend am Laufen. Der ist intakt in den, im Stundenbereich. Das ist die korrektive Phase. Ähm, hier sehen wir, haben wir letzte Woche schon den ersten Aufwärtsschub bekommen, aber das alles noch innerhalb dieser korrektiven Phase. Das heißt, der Abwärtstrend ist aktuell absolut intakt. Und wenn wir einfach mal sehen, welches Potenzial in der letzten Bewegung hier drin steckt, zur Unterseite rein, wenn wir hier unten drunter durchfallen, unter dieses Zwischentief, also 31.280 bis 90 hier in diesem Drehbereich. Das ist jetzt nicht nur dieses kleine Tief hier, sondern halt auch die Tatsache, dass wir hier drüben häufiger Berührungspunkte mit dieser Marke hatten, wo der Markt doch eher gekauft hat als verkauft hat. Wenn dieses Level tatsächlich wegfallen sollte, dann müssen wir uns für die korrektive Phase ein bisschen auf der Unterseite orientieren. Und ähm, da sehen wir ganz klar und deutlich, wo, der, wo, wo quasi die Reise entsprechend auch hingehen kann. Das heißt an dieser Stelle einfach die Zwischentiefs dieser letzten Aufwärtsphase mal mitnehmen im Kurzfristbereich. Und da sehen wir es hier, die Anlaufpunkte unter der Marke von 31.217. Das ist dieses Tief hier unten. Ist dieser Aufwärtstrend mal komplett raus. Dieser Bewegungsarm hier nach oben und die tieferen Anlaufpunkte wären dann hier gut und gerne mal zwischenlos hier um die 31.080 Punkte Marke dann hier. Dieses größere Level, was wir hier rausgenommen haben, wartet mal kurz einen Augenblick, da hatte ich vorhin verschoben. Das wäre mal hier so dieser Bereich, wo wir hier kurz auch drüber gehalten haben. Also grob die Marke von 30.940 bis 50 Zählern. Und dann haben wir schon hier unten das kleine Zwischentief an dieser Stelle hier bei 30.520. Das wäre mal etwas, was man durchaus bei einer deutlichen Ausweitung der korrektiven Phase auf der Uhr haben sollte. Und für diejenigen, die das Ganze im Kurzfristbereich traden wollen, das heißt, hier... Im Intraday Trading. Da ist es halt relevant, was haben wir mit diesem Arm hier unten auf der Uhr. Das heißt, der läuft ja auch schon ein Stückel. Ich ziehe mal ganz kurz hier ähm, die rote Kerze oder beziehungsweise die Linie hier nach unten, damit wir mal die letzte Bewegung sehen. Und da gehen wir mal kurz in den 5-Minuten-Chart rein. Und da sehen wir halt hier an dieser Stelle auch, dass wir hier den laufenden Abwärtstrend entsprechend auch haben. Und wenn wir uns quasi an dem orientieren, ist das jetzt die Abwärtsphase der Stunde. Und dieser Trend ist quasi jetzt da. Und wenn wir hier einfach mal schauen wollen, wie wir kurzfristig planen können. Da haben wir zunächst erst einmal hier oben diesen Anlaufbereich, die letzte Trendfortsetzung zur Oberseite hin und dann gut und gerne die oberen Anlaufbereiche. Das heißt, die Swing Highs, die wir dort oben dann drinnen haben, kurzen Augenblick, auch das skizziere ich mal ähm, eben hier oben rauf. Also wenn wir tatsächlich etwas Positives bekommen, dann wird es erstmal interessant, was passiert hier an diesem Ausbruchslevel zur Unterseite grob um die Marke von 31.405 bis 7 in diesem Drehbereich und dann haben wir hier Anlaufmarker, ich sag mal oben im Hoch grob um die 31.480 Punkte und dann hier das, das Fortsetzungslevel also hier in diesem Schwungbereich zwischen 31.465 und 31.480, das wäre mal ein Anlaufbereich und wenn wir tatsächlich mega bullisch werden sollten, ja dann hier einfach die größeren Schwunglevel. Level auch raussuchen. Hier dieser Drehbereich, sage ich mal. Ich lasse die, die Linie jetzt einfach mal in der Mitte liegen, um die 31.570 Punkte Marke. Ne? Hier oben das nächste dort dann bei 31.500 Anfang der 80er. Und dann stehen wir schon hier oben. Das wäre eine bullische Entladung. Potenzial oben raus mit einem höheren Tief. Äh, das wäre sehr, sehr gut zu sehen. Das wäre dann die komplette Umkehr der Abverkaufsphase. Momentan sieht das aber gar nicht so aus. Momentan haben wir hier ein nur äh, die Korrektur quasi am Laufen. Der Stundentrend ist abwärts gerichtet und hier läuft es halt jetzt nach oben. Sollten wir direkt wieder unten drunter rausfallen, wäre das dann das Umkehrsignal, das Fortsetzungssignal zur Unterseite. Und wie schon gesagt, erster Anlaufbereich, das wäre mal unten die Unterseite hier, das Zwischentief, was wir hier gehabt haben, grob um die Marke von 31.287 Zählern. Und dann müssen wir uns schon im Stundenchart weiter zur Unterseite durchtasten und da kommt dann halt hier unten. Wirklich der Bereich als nächstes in Kurzfrist für State Trading. Interessantes Level: 31.217 bis 20 in dem rum. Das sozusagen mal der Blick in, die, in den DAO äh, zum Wochenstart, also das, was hier durchaus möglich ist. Das hätten wir dann zum DAO mal miteinander besprochen. Und dann hatte ich ja gesagt, ähm, es ist heutzutage alles ähm, hier abhängig davon, wie sich äh, sozusagen der Dollar entwickelt. Ne? Also, wenn wir uns mal den Dollar kurz auch anschauen wollen, ähm, da ist immer noch keine Entscheidung getroffen worden. Kurzen Augenblick, ich zeige es mal eben kurz rüber. So, dann mache ich mal hier den Dollar auf. So, ich ziehe es mal runter, zack, unten rein, da haben wir es da. Und damit schauen wir uns den Dollar einfach mal ganz kurz an, und zwar hier US-Dollar. Schaut mal. Um, hier, wenn wir uns das mal größer anschauen wollen, da haben wir einfach unten noch keine Entscheidung getroffen. Ne? Also, das Hin und Her geplänkel ist immer noch da. Und solange, ich weiß, das ist eine absolute äh, Geduldsprobe. Ne? Der Martin hat mir vorhin auch geschrieben, ah, der Dollar schon wieder und, und, und. <laughs> und ich habe zu Martin gesagt, Martin, du weißt doch, ich habe meine Marke, ab der ich aktiv werde. Und das Aktive heißt halt hier wenn wir hier unter diesem Level definitiv abverkaufen. Das wird dann auch wieder ordentlich Bewegung in die entsprechenden Währungspaare und auch die Rohstoffe mit reinbringen. Solange wie wir hier allerdings plänkeln, ist es halt einfach nur ein Hin- und Hergeplänkel. Und ich meine, wir sind ja nicht blind. Ja? Hier ist eine SKS, die, die ist einfach da. Und die, die kann man einfach nicht wegdiskutieren. Aber... Wir haben hier nicht nur klassische Charttechnik, Leute. Wir haben auch die Tatsache mit der ganzen Zinssituation in den USA. Ähm, wir haben die Tatsache der Sprengkraft von der FED. Wir haben die Tatsache, dass sich die US-Wirtschaft möglicherweise besser entwickelt, als das bisher ähm, gedacht wurde. Ja. Wir kriegen da aber auch immer mal Dämpfer, schlechte Arbeitsmarktdaten. Die sind auch nicht so gut von den Märkten aufgenommen worden. Also da gibt es eine Menge mit Pro und Contra. Und auch wenn wir hier eine SKS haben, man macht es ja bei einer SKS auch so. Man verkauft eine SKS ja erst dann ab, wenn sie getriggert wird. Also zumindest derjenige, der vernünftig tradet, der andere, der hat die Hoffnung, dass sie getriggert wird. Und wenn es nach hinten losgeht, hat er einfach Pech. Also das ist einfach der Punkt. Und das ist halt jetzt das Level. Hier testet der Markt ganz klar und deutlich gerade. Den, äh, den, den, die Haltkraft des Bodens, wenn man es mal so haben möchte. Und wenn es durchbricht, naja, mein Gott, dann geht es halt wieder runter, dann stellen wir uns neu auf. Aber, und jetzt kommt halt wirklich das ganz, ganz große Aber. Ähm, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben die Entscheidung noch nicht durch. Und weil die Entscheidung auch. Einfach hier äh, noch nicht durch ist, müssen wir uns ganz klar, ich muss bloß mal kurz den Bildschirm oben für mich wieder so einstellen, dass ich alles sehe, was ich sehen muss, haben wir halt einfach ganz klar ähm, an dieser Stelle jetzt ein paar Situationen auf der Uhr, wo man ganz genau hinschauen muss, was beispielsweise Währungen, die mit dem Dollar verknüpft sind, ähm, an dieser Stelle ähm, auch gerade in den Charts machen. Und da müssen wir wirklich hinschauen, ähm, was wir hier sehen. Und da kriegen wir auch gerade schon Fragen rein. US-Dollar, Schweizer Franken, US-Dollar, Japanische. Das sind halt wichtige Fakten ne? und wenn man einfach sowas sieht, beispielsweise bei einem US-Dollar, Schweizer Franken, ich muss immer mal kurz noch nach oben schauen, ähm, man hat halt beispielsweise ähm, mit dem Schweizer Franken eine schwache Währung und mit dem US-Dollar eine, eine relative Schwäche. Mit dem US-Dollar ähm, äh, und dem japanischen Yen hat man ebenfalls zwei relativ schwache Währungen und das ist halt immer so. Ein bisschen das Thema, wie entlädt sich das Ganze? Ne? Also, der Schweizer Franken ist ja nur. Deutlich schlechter als der Dollar. Der japanische Yen ist ebenfalls deutlich schwächer als der Dollar. Und wenn wir uns die Charts mal anschauen, haben wir dort auch ordentliche Umkehrsignale. Aber man hat halt immer noch schwache Währungspaare und das ist immer so in Wechselphasen. Bei Wechselphasen hat man es ganz oft so, dass Schwäche in Stärke übergeht und zwar nur bei einem der beiden Währungspaare. Und wenn man dort zwei schwache oder zwei starke Währungen hat, da kommt es halt irgendwann drauf an, knallt es denn wirklich, wird tatsächlich eines der Währungspaare wechselt. Ist die Richtung oder nicht. Und das ist so dieser Zusammenhang, dieser Umschwungphase, wo man da dann definitiv sagt, okay, wir haben jetzt eine Situation, wo man durchaus auch mal an die Gegenrichtung denken kann, wo man auch versuchen kann, immer mal mit kleinen Trades die Gegenrichtung schon mit anzutreten. Weil, wenn dann irgendwann diese Entscheidung kommt, dann knallt es richtig. Und das ist ja das. Was der Trader dann braucht. Und das ist halt das, was so ein bisschen tricky ist, in diesen Umschwungphasen dort entsprechend an die richtigen Stellen sich zu positionieren. Mit dem, was ich gerade ges gesprochen habe, schauen wir doch eben mal ganz kurz auf das Währungspaar Neuseeland-Dollar, ähm, US-Dollar. Kurzen Augenblick, suche ich raus. Da ist der Schweizer Franken. Hier haben wir. <laughs> Und das ist das. Was ich da sage. Also schaut euch mal ganz kurz an, was hier passiert. Neuseeland, Dollar, US-Dollar hatten wir ja in der letzten Woche. Ich gehe jetzt hier mit Absicht mal oben rein ähm, in äh, den Wochenchart. Macht den mal kurz ein bisschen kleiner und wir sehen, was ich meine. Wir sind hier sehr, sehr weit gelaufen und jetzt sind wir halt hier oben drinnen in einer Phase, wo wir durchaus oben auch schon mal schwächer geworden sind. Und das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Fakt, äh, was man sich hier anschaut. Denn äh, wenn wir uns den Neuseeland-Dollar an sich mal anschauen, äh, sorry für das Hin und Herspringen, aber wir müssen es heute einfach mal machen, äh, weil äh, da, sonst, sonst kann der ein oder andere Trader äh, meine, meinen Gedanken nicht ganz so stark äh, folgen. Und das ist halt jetzt wichtig vom Verständnis. Schaut mal, im Future, im Neuseeland-Dollar, haben wir hier eine Situation, wo wir oben rangelaufen sind, oben grob die Marke von ein bisschen über 73. Das war hier drüben eine Schwäche Anfang 21, wo wir dann erstmal nach unten abgelaufen sind. Jetzt haben wir hier das zweite Mal den Test dieser Marke ganz knapp drüber gelaufen und jetzt wird wieder abverkauft. Da kommt es halt jetzt wirklich drauf an, was passiert hier. Hier um die 72,55 wäre nochmal ein Support-Level, weil hier sind wir mit einer Momentumkerze drüber gegangen. Und wenn auch das abverkauft wird, geht es erstmal hier weiter runter Richtung 71. Also wir sehen. Dieses Level dort oben ist halt, sage ich mal, wirklich für den Neuseeland-Dollar ein wichtiges Level, denn da oben könnte durchaus jetzt der Punkt erreicht sein, äh, wo hier Schluss mit Lustig ist, wo die Käufer tatsächlich rumdrehen wollen äh, auf eine andere Seite. Und das ist das, was wir hier in der Währung auch sehen. Und wenn dann plötzlich noch der US-Dollar stärker wird, dann haben wir einen Komplettwechsel. Dann heißt vom starken Neuseeland-Dollar auf den schwachen. Ja, das würde alleine hier schon mal für einen Abschwung sorgen. Und wenn wir dann noch einen stärkeren US-Dollar sehen, das stützt das Ganze dann noch. Dann kommt der Druck richtig unten rein. Und das ist halt das Interessante hier an dieser Stelle. Und das schauen wir uns dann sozusagen in den kleineren Zeiteinheiten an. Also wer auf Nummer sicher will, gehen möchte, erstmal wenigstens in dem 4-Stunden-Zeitmodus. Und da sehen wir halt hier. Im kleinsten diese Schwäche. Wer hier noch kleiner gehen will, der sieht, hier ist der letzte Bewegungstrend zur Oberseite rein. Das ist unten das Level, was ich gerade auch besprochen hatte. Hier unten diese kleinen Zwischentiefs unten, wo die, wo die ganze Bewegung aufwärts gestartet wurde. Also hier mal das Level, <coughs> so um die 71,50, also das ist, wenn wir uns das mal kurz auf Tagesbasis anschauen möchten, schaut mal hier, das, oder 72,50 hier oben genau, das wäre mal das erste An, der erste Anlaufbereich hier und der nächste wäre dann der Schwungbereich hier in diesem Bereich und das Ganze mal mit Blick auf die vier Stunden, da sehen wir es halt, da ist es da und die Stunde zeigt uns halt schon, okay, da ist jetzt so ein bisschen Schwäche drinnen, wir sind hier aus diesem kleinen Aufwärtsschub unten reingelaufen in das letzte Zwischentief hier in diesem Bereich. Und wenn wir da jetzt tatsächlich einen Abwärtstrend bekommen, ich warte immer auf die Abwärtstrendbildung, da, da bin ich ein bisschen, ähm, sage ich mal, zurückhaltender. Wir haben hier noch keinen Abwärtstrend und das wäre dann halt interessant, wenn man hier drunter geht korrigiert und dann einen Trend bildet, dann haben wir halt den Markt auch hinter uns. Ja? Und das ist das Wichtige hier an dieser Stelle zu sehen. Wenn das passiert, dann haben wir schön die Anlaufpunkte auf der Unterseite, die wir planen können. Zunächst natürlich erst einmal hier dieser etwas größere Auffangbereich, den wir haben hier, den ziehe ich einfach mal kurz durch. Das ist so der Schwungbereich. Ich sag mal ähm, die 0,7260 bis 0,7250 hier. Klar, hier sind wir noch ein drüber drauf gegangen, aber dieser Bereich hier ist wichtig. Und wenn das dann entsprechend alles nicht hält, dann haben wir die Anlaufmarker hier mal zunächst möglicherweise hier auch wieder dieses Schwunglevel um die 72,20 ganz klar. Aber wo man sich gut und gern dran orientieren kann, sind halt die Swing Lows, die da sind. Und wenn wir die einfach uns mal anschauen wollen, dann haben wir hier halt planbare Anlaufbereiche hier um die 0,72 knapp 4. Also, 072 04, hier das Zwischentief um die äh, 071 80 unten ran. Da ist ja auch nah noch eins und dann haben wir schon den größeren Bereich hier unten, 71 ähm, 57. Das sind Marker, die sind da und da ist es jetzt halt wichtig, sich tatsächlich auf die Laue zu legen und wirklich hinzuschauen, kommt hier die Schwäche rein oder nicht. Wenn sie reinkommt, wäre das tatsächlich eine gute Situation, hier mal im Kleinen zumindest den ersten Schub nach unten zu versuchen und wenn das dann klappt, dann kann man. Alle Male noch pyramidieren. Das ist das, was der Blick uns in das Thema Neuseeland-Dollar mit reingibt. Und damit komme ich gleich mal noch zu den Wunschmärkten hier. An dieser Stelle bleibt beim US-Dollar und zwar US-Dollar Schweizer Franken und US-Dollar japanisches Yen. Wir gehen zunächst erstmal auf den Yen hier oben drauf. Da sehen wir es hier im 4-Stunden-Chart, der Aufwärtstrend ist absolut intakt im 4-Stunden-Chart. Also hier spricht momentan überhaupt. Nichts gegen ein Ende der Aufwärtsbewegung, die wir hier haben, initiiert. Ne? Das ist der Ausbruch aus der Flagge nach oben rauf. Hier, zack, ging es ja schön ähm, oben durch. Und das ist halt das Interessante an dieser Stelle. Äh, US-Dollar, japanische Yen, der läuft halt momentan sehr, sehr hoch. Jetzt wird es natürlich interessant im Kurzfristbereich. Nächstes Anlaufziel wäre mal hier oben erneut dieser, dieses Widerstandslevel, was wir da haben, beziehungsweise hier das kleine Zwischenhoch oben dran. Und das gucken wir uns jetzt mal in der kleinen Zeiteinheit an. Da gehe ich mal mit Absicht in die Stunde rein, weil das sehen wir hier schon schön. Den Trend nach oben laufen. Also hier der Aufwärtstrend ist ja intakt. Und was halt hier gekommen ist, dass diese Abwärtsphase, die wir hier hatten, der Ausbruch, der ist ja jetzt sozusagen auch vollzogen worden und nicht mal nur so ein bisschen mit Geplänke, sondern es gibt tatsächlich hier, wenn ich die kleinere Zeiteinheit mal noch anmache, schaut mal, da haben wir wirklich schön den Aufwärtstrend schon entsprechend da im Markt. Und das ist halt das Interessante. Hier trendet der Markt nach oben. Und wenn wir dort mal. Nach Anlaufmarkern äh, schielen wollen, so ein bisschen, dann haben wir hier oben so diese Phase ab, 1, äh, ab 105, 85 hier oben rein bis, 100, bis 105. Ähm, Anfang der 90er, das wäre mal ein guter erster Anlaufbereich, und wenn man da auch die Stärke weiter da bleibt. Hält hier nichts mehr auf, ja? Dann sind wir schon oben am Zwischenhoch über der Marke von 106,22 und das ist schön eine Long-Geschichte. Und wenn man davon ausgeht, dass der Markt hier auch noch den, die Luft nach oben hat, um weiter zu steigen, also wenn hier das Zwischenhoch tatsächlich rausgenommen wird, da sehen wir. Da ist erstmal viel Platz zur Oberseite rauf, bis oben rein. Hier mal noch ein kleines Zwischenlöffel um die 106,55 in etwa rum. Und das ist doch ein schönes CRV. Das kann man gut und gerne nehmen. Das Bild würde sich nur dann auf die bärische Seite eintrüben, wenn wir es nicht schaffen, hier über das Tageshoch hier drüber zu laufen, sondern vorher umzudrehen. Und dann unten, unten, unter dieses kleine Zwischentief hier unten, was wir gehabt haben, grob um die 105,25. Ähm, wenn wir da drunter durch, Laufen sollten, hätten wir einen Gegentrend und da müssen wir uns dann erstmal mit der Unterseite beschäftigen. Soweit ist es hier aus jetziger Sicht allerdings längst nicht. Das heißt, von der Seite her sieht die Longseite doch deutlich interessanter aus. Und damit noch der Blick in das Währungspaar US-Dollar-Schweizer-Franken und hier sehen wir ebenfalls sehr schön die Aufwärtsdynamik. Hier, der Aufwärtstrend ist ja da. Also hier der Abwärtstrend ist rausgenommen worden und das ist jetzt mal der größere Bereich auf der Woche. Also wenn ich hier auf HTF drücke, das ist der Higher Time Frame und das ist das, was wir in der Woche sehen. Da gibt es noch keinen Aufwärtstrend, den gäbe es erst, wenn wir hier über die 9045 45 drüber schießen, dann hätten wir den großen. Aber wir sehen es ja im Kleinen, hier Aufwärtstrend ist da. Korrektur ist gelaufen und jetzt haben wir den nächsten Trend zur Oberseite hin. Der Markt ist hier also auch bullisch eingestellt zur Oberseite hin. Der US-Dollar wird etwas stärker, der Schweizer Franken etwas schwächer und das ist halt genau das Bild, was wir brauchen. Und was kommt damit als nächstes rein? Wir sehen hier die alten Chartmarkierungen definitiv auch schon drinnen liegen und da gehen wir mal kurz in den 4-Stunden-Chart rein und da sehen wir es. Das alte Verkaufslevel hier um die 0,89, was haben wir da? Knapp. 84 haben wir rausgenommen und zwar jetzt auch mit Bestätigung. Dieser Trend hat die Chance, sich fortzusetzen. Das heißt, wir haben jetzt hier schon schön auch den Aufwärtstrend da. Nächster Anlaufpunkt mal hier: das Zwischenhoch 0,90, knapp 20 und dann schon hier das Hoch bei 0,90,45. Das sind mal die Ziele, die da sind auf der Oberseite. Also auch hier sieht einiges danach aus, dass der Markt sich hier weiter schön zur Oberseite hin entwickeln möchte und als letztes gehe ich jetzt hier an dieser Stelle noch mal kurz nach oben hin rein. Das heißt, an dieser Stelle gehen wir noch mal äh, hier auf das, äh, auf, nicht das auf den Goldpreis ein, denn da möchte ich auch gerne noch mal ganz kurz äh, hier an dieser Stelle den Markt mal äh, besprechen und zwar wir sehen es hier, ähm, Gold ist ja sage ich mal, momentan immer noch so ein bisschen Aufrichtungssuche. Ich lösche hier mal kurz ein paar Marker raus. Ähm, es ist halt so, Gold hängt halt sehr, sehr stark vom US-Dollar auch mit ab. Unsicherheiten natürlich auch immer wieder mit. Ähm, nur wir sehen es halt hier an dieser Stelle, der Abwärtstrend im Gold, der ist intakt. Erstmal hier im größeren Bild, genauso wie im kleineren Bild. Und jetzt sehen wir hier halt den kleinen Aufwärtsschwung und wenn wir uns das aus charttechnischer Sicht einfach mal anschauen wollen, dann ist hier genau das passiert, was ich an dieser Stelle äh, schon des häufigeren gesagt habe. Wir haben hier Auffangbereiche und diese Auffangbereiche, die darf man nicht ignorieren, denn das ist das Trendtief und da kommt es gerne mal zur Gegenbewegung. Und dass genau das ist hier passiert. Und wenn wir jetzt einfach mal schauen wollen, wo der nächste Anlaufpunkt ist, da stehen wir nämlich gerade hier, dieses Verkaufslevel, so ich sag mal grob um die Marke von äh, 1794, 1795. Da müssen wir uns nur mal kurz die letzte, den letzten Bewegungsarm hier anschauen von diesem Abwärtstrend, den wir hier haben. Und das machen wir wie immer in den kleineren Zeiteinheiten. Das heißt, hier gehen wir mal in die Stunde. Und da sehen wir schön, das hier ist der Bewegungsarm nach unten hin. Und der ist jetzt im Korrekturmodus. Das heißt. Er ist gebrochen und der Markt hat jetzt tatsächlich die Chance nach oben zu laufen. Und wenn wir das entsprechend sehen wollen, hier an dieser Stelle, dann können wir gut und gerne die Oberseite mit anlaufen. Das heißt, die planbaren Anlauflevel zur Oberseite für eine Aufwärtsphase, ohne jetzt gleich zu sagen, okay, wir gehen jetzt schnell in einen Aufwärtstrend, denn das ist nicht so schnell gemacht, wäre es dann tatsächlich hier ähm, dieses, sage ich mal, wichtige Level hier um die 1000, wo haben wir die 1800 da, wo, wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie, hier haben wir sie. Kurz, kleinen Augenblick. Die wichtige Marke um die 1800 wäre erstmal ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Da wäre mal der hier. Das wäre die runde Marke, die ist allerdings relativ nah dran. Dann kommt hier natürlich der Fokus auf die Zwischenhochs. Und da haben wir hier knapp grob geschätzt die 1814 bis 1815. Hier ist auch ein Verkaufslevel. Und wenn wir das hier nehmen, schaut mal hier an dieser Stelle, da haben wir das nächste Zwischenhoch bei 1826. Also da ist schon einiges da, was durchaus in der Oberseite auflaufen kann. Aber wir haben es ja gesehen, immer dann, wenn der US-Dollar deutlich an Stärke gewonnen hat, ist der Goldpreis wieder so ein Stückchen unter Druck gekommen. Also auch hier. Das Wechselbad der Gefühle ist hier auch weiterhin da und die Anlaufpunkte auf der Unterseite hin auch und wir haben es ja gesehen in der Besprechung ähm, der Vergangenheit der Markt ist jetzt gewillt die Unterseite anzulaufen und wie schon gesagt jetzt muss man erstmal schauen wir sind jetzt hier in der Korrektur der letzten Bewegung und da ist nach oben hin schon einiges offen ohne dieses größere Gesamtbild hier aus dem Markt zu nehmen das mal entsprechend der Blick in Gold so damit hätte ich Gold auch besprochen und die Fragen ähm, aus den Chat Rausgenommen. Ich sehe gerade auf Facebook, dass das Video nicht richtig abgespielt werden kann. Das heißt, an dieser Stelle hoffe ich sehr, dass man zumindest hier an dieser Stelle alles gut sehen konnte. Ja, und ich würde sagen, mit Blick auf das, was wir hier haben, warten wir mal ab. Was die, was die Woche entsprechend so bringt, was der Tag so bringt. Und ähm, ja, momentan, wie schon gesagt, wir sehen es, etwas Verhalten, die ganze Geschichte bei den Aktienmärkten an sich, der DAX sucht auch eher wieder entsprechend die Unterseite. Man ist ein bisschen richtungslos. Man sucht die Unterseite, kauft die Unterseite, testet sie wieder. Also dieses Hin und Her, das sehen wir gerade so ein bisschen bei den Indizes. Und wie schon gesagt, wenn wir da tatsächlich wichtige Tiefs rausnehmen, in dem Moment wären es mal die Vorwochen Tiefs, dann schaut es eher nach Korrektur. Ausweitung aus, aber es liegt alles so ein bisschen in den Händen der Notenbanken momentan. Wie schon gesagt, das Inflationsgespenst geht entsprechend um und dieses Gespenst lässt sich halt auch nicht so einfach entkräften, es sei denn, es kommen tatsächlich kräftige Nachrichten seitens der Notenbanken an diesen Stellen bzw guten, wichtigen, ordentlich ausfallenden ähm, Daten von äh, der Industrie beispielsweise, wie wir heute den IFO bekommen. In diesem Sinne allen gute Trades, einen guten erfolgreichen Start in die neue Handelswoche und wir sehen uns wieder morgen früh pünktlich um 8.30 Uhr auf diesem Kanal bei Facebook, auf der Tickme-Seite von Facebook Deutsch oder über den Zoom-Link und wer das mag, meldet sich einfach an den entsprechenden Stellen an. Ich danke dafür, danke auch für weitere Empfehlungen und bis morgen früh. Bye-bye und tschüss.